So, und jetzt sieht man schon die kleinen Veränderungen. Ja, habe ich das schon mal nachgeschraubt, aus Abfallholz auch. Hatte ich gefunden, aufgehoben, durfte gestern erst recycelt. Genau, auch die Schrauben habe ich wieder verwendet, die waren dort. Jedenfalls hier seht ihr die wunderschöne Schubkarre. Die habe ich jetzt gerade aus dem Mixer noch Mäusefutter aus den Hühnern. Aber jetzt ist es praktisch für die Würmer. Puff. Und das ist schon, da ist da schon Pferdemist eingearbeitet, praktisch hier schon mal geklebt und jetzt schon mal eine ganze schöne wieder Schubkarre. Und da kommen wir auf diese Fläche hier. Jetzt kommen da ziemlich, ich denke mal, 4-5 Schubkarren werden das schon werden. Ja. Die wird jetzt praktisch hier noch zerkleinert und hole ich dann eine kleine zweite Schubkarre. Und mit dem Pferdemist, sieht man hier. Hier ist es schön vermischt. Genau. Und genau. Und jedes Mal, jetzt normalerweise habe ich einen Magnet, um Nägel rauszuholen. Und jetzt muss ich von Hand auslesen, muss ich bitte aufpassen. Jetzt sehe ich gerade noch drei. Genau. Aber so geht das vorwärts. Und hier seht ihr natürlich auch diese Steinplatten, die hier zuvor lagen. Ist natürlich total ungünstig, weil die kriegt man nicht geklingt. Deswegen habe ich sie jetzt mal rüber, aber die werden jetzt noch abtransportiert. Genau. Und dann geht das vorwärts. Ja. Was man hier natürlich ungünstigerweise sieht, das will ich jetzt auch mal reparieren. Hier ist ein Reitplatz und da haben die solche Filzstücke hier. Das ist natürlich ungünstig. Da mache ich praktisch hier ein Gitter dran. Da kriegt das zu. Also ich bin auf jeden Fall mehr für Reitplätze, wo statt Filzreste hier, wenn es wenigstens noch Naturfilz wäre, aber das ist Industriefilz, dann bin ich lieber für Sand. Oder halt mal nach der Naturfilz. Ja, deshalb so ein Zivilisationskompromiss. Aber okay, ich konzentriere mich mal hier weiter. Also auf jeden Fall wunderbares Dingsterbums da vorbereitet. Und hier habe ich schon mal auch hier eine kleine Aussaatschale mit verschiedenen Tomaten. Und das wird dann, die kommt dann hier rein. Kirschtomaten, Fleischtomaten, Cherry. Genau, habe ich doch praktisch auch mit Holzkohle vermischt, schnell angesät. Genau, so geht das weiter und ab geht's.